So, liebe Athleten, ich möchte euch mal kurz was zum Streckenprofil Asen-Flarsheim sagen. Ihr steigt ja hinter der Asener Brücke auf die Lippe ein und fahrt dann flussabwärts ca. 12 Kilometer bis nach Flarsheim. Das dauert so im Schnitt 2,5 Stunden plus minus, je nach Witterungsverhältnissen, nach Wasserstand und vor allen Dingen auch nach Rücken- oder Gegenwind. Es kommt keine Brücke, an der ihr drunter herfahren müsst, also keine vernünftigen Anhaltspunkte, an denen ihr euch orientieren könnt. Irgendwann, kurz vorm Ziel, kommt die Lippefähre in Flarsheim. Da fahrt ihr an der Lippefähre vorbei und dann sind es noch 400 bis 500 Meter. An der linken Seite geht eine Rampe runter. Da steigt ihr unterhalb der Rampe aus und könnt dann die Boote über die Rampe, über die Pferdewiese, auf der manchmal Pferde stehen, rübertragen durch das Tor zum Auto bzw. zum Anhänger. Kurz vor der Ausstiegsstelle seht ihr die erste Brücke, die Flarsheimer Lippebrücke. Die Ausstiegsstelle ist ca. 400 Meter vor der Brücke, das heißt, auf dem gesamten Streckenverlauf fahrt ihr unter keiner einzigen Brücke drunter her. Also nochmal, erst die Lippefähre, 400-500 Meter nach der Lippefähre links eine schräge Rampe, die zum Wasser runterführt. Da ist der Ausstieg für die Strecke L2 Asen-Flarsheim.